Wenn du jemandem die Skatregeln erklären willst, dann gibt es immer so ein bisschen die Schwierigkeit, in welcher Reihenfolge führt man eigentlich sinnvollerweise diese diversen Regeln ein. Und im letzten Video hatte ich ja erst zum Ende die Tatsache verkündet, dass beim Skat ein Spieler immer gegen zwei andere spielen muss oder spielen darf. Und entsprechend die stark vereinfachte Parole dazu ausgegeben, der Alleinspieler sei jetzt einfach derjenige mit den besten Karten. So, für die ersten Probepartien. Ein Trumpf wird bestimmt und ein Alleinspieler wird einfach bestimmt. Allerdings, wer hat denn nun überhaupt die besten Karten? Klar, spielen die Trümpfe, die Buben, die Asse eine Rolle, aber insbesondere mit dieser weiteren Regel, dass der Alleinspieler auch die Trumpffarbe bestimmen darf, ist es gar nicht mehr so eindeutig, wer hier die besten Karten hat. Und es gibt genug Szenarien, in denen sich alle drei Spieler berechtigte Hoffnung machen können, ein Spiel, ein Alleinspiel zu gewinnen. Etwa, wenn der Spieler hier sehr viele Karos hat und ein Karospiel anstrebt, der Spieler hier hat viele Herzkarten in der Hand und würde Herz zu Trumpf erklären und der dritte Spieler wiederum hätte vielleicht viele Kreuzkarten. Dann haben alle das Interesse, das Alleinspiel durchzuführen und daher muss es am Anfang diese Auktion, diesen Kampf, diese Battle darum geben, wer Alleinspieler werden darf. Allerdings muss das Blatt auch eine gewisse Stärke haben, sonst hat es einfach keinen Sinn, denn immer noch spielst du alleine gegen zwei andere und musst mindestens 61 Augen holen, um zu gewinnen. Und dafür gibt es einfach so eine Daumenregel, die ist nicht super präzise, aber für den Anfang ist die ziemlich gut geeignet. Und zwar sollten deine 10 Karten mindestens 7 gute Karten enthalten und als gute Karten zählen in dieser Rechnung einfach alle Trümpfe und die zusätzlichen Asse in der Beikarte, also in den Farben, die nicht Trumpf sind. Um jetzt zu zählen, musst du natürlich berücksichtigen, die Buben sind diese Chamäleons, die sind immer Trumpf, das heißt, die kannst du mit den anderen Farben kombinieren. Im konkreten Beispiel etwa hätten wir hier, wenn wir ein Karospiel anstreben, 6 Trümpfe, die 4 Karos und die beiden Buben und in der Beikarte genau ein Ass. Und zack, da haben wir unsere 7 guten Karten, 6 Trümpfe, ein Ass. Mit diesem Blatt ließe sich sehr gut ein Karospiel anstreben. Wenn ich jetzt etwa ein Pikspiel anstreben würde, dann hätte ich nur 5 Trümpfe, die 3 Piken und die beiden Buben und ein Ass in der Beikarte, nämlich das Karo Ass. Mit anderen Worten, das wären nur 6 starke Karten. Ergo, das Karospiel ist stärker zu beurteilen als das Pikspiel. So, um die Regel einmal abzurunden, 7 gute Karten, es sollten schon mindestens 5 Trümpfe sein. Denn insgesamt gibt es 11 Trümpfe und wenn ich 5 Trümpfe habe, haben die Gegenspieler immerhin 6 Trümpfe. Das ist noch in Ordnung, wenn ich 2 Asse in der Beikarte habe, mindestens. Bei 4 Trümpfen wird es haarig. 5 Trümpfe und 2 Asse, 6 Trümpfe und ein Ass oder 7 Trümpfe, dann könnte ich sogar auf ein Ass in der Beikarte verzichten, da die Trumpfstärke für sich schon ziemlich gut ist. Natürlich gibt es noch gewaltige Qualitätsunterschiede. Ob ich zum Beispiel 3 Buben habe oder Trumpf 7, 8 und 9 ist natürlich ein Riesenunterschied, genauso wie die Frage, ob ich Trumpf Ass oder 10 habe, denn die bringen letztlich die Augen. Und auch in der Beikarte natürlich, ne? Wenn ich eine Farbe habe mit Ass, 10, König, Dame etwa, sehr geschlossen, dann ist das viel stärker zu bewerten als ein Ass und dann noch in den anderen Farben Dame, Könige oder Luschen, ne? Auch die Position spielt eine Rolle, ob ich in Vorhand, in Mittelhand, in Hinterhand bin und nicht zuletzt auch, ob die Mitspieler durch ihr Reizen verraten, dass sie selber auch spielen möchten und damit möglicherweise mir schon zeigen, dass die Chance auf Asse und Buben im Skat geringer ist. Also, es gibt weichere Faktoren, aber die Daumenregel 7 gute Karten, dann können wir uns ins Getümmel stürzen und wie wir dann für so einen konkreten Fall den Reizwert berechnen, dazu kommen wir jetzt. Jetzt können wir endlich zur Berechnung des sogenannten Spielwertes kommen und das ist gleichzeitig der maximal mögliche Reizwert mit einer ganz konkreten Kartenhand und einer gewünschten Spielauswahl. Es könnte ein wenig schmerzhaft werden. Wir gehen dahin, wo der Ackermann den Most holt, denn wie eben schon gesagt, der Spielwert muss berechnet werden mit einer Formel. Die Formel selbst ist für sich gar nicht besonders schwer. Alles, was ihr braucht, ist den Grundwert des gewünschten Spieles. Karo 9, Herz 10, Pik 11, Kreuz 12, das müsst ihr euch einfach nur einmal merken, einprägen, zu multiplizieren mit dem sogenannten Spitzenfaktor. Und den rauszukriegen ist ein wenig schwieriger. Erstmal hilft es zu wissen, dass Spitze an sich nur ein anderes Wort für Trumpf ist.
und es hilft ungemein, einmal die Trumpfreihenfolge hier am Beispiel Kreuz zu visualisieren, insbesondere mit dem Hinweis, welcher Trumpf ist an welcher Position. Der Kreuzbube ist die Nummer 1, der Pikbube ist die Spitze Nummer 2, Herzbube Spitze 3, Karobube Spitze 4, Trumpf Ass Spitze 5 und so weiter. Ja, die erste Frage, die ihr euch jetzt an sich stellen müsst, wenn ihr ein Spiel spielen möchtet, ist: Habe ich in meinem Blatt den Kreuzbuben, ja oder nein? Der höchste Trumpf spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und ich habe jetzt hier eben nochmal eine weitere Kartenreihe dazugenommen, mit der ich jetzt eine ganz konkrete Hand immer wieder simuliere. Hier am Beispiel mal, wir wollen Karo spielen. Kreuz ist hier wie gesagt nur ein Beispiel für eine Trumpfreihe. Wir wollen also Karo spielen und haben etwa den Kreuzbuben und dann diese weiteren Trümpfe. Wenn ich den Kreuzbuben habe, dann zähle ich die Spitzentrümpfe von oben in ununterbrochener Reihe. Also wie viele Trümpfe habe ich von oben, bis die Reihe unterbrochen wird. Und in dem Fall ist es so, die Trumpfreihe wird hier beim Pikbuben schon unterbrochen, denn den habe ich ja aktuell nicht im Blatt. Und dann rechnet es sich wirklich so mit einem, ich habe den ersten Spitzentrumpf gespielt, 2. Das heißt, dafür, dass ich das Risiko eingehe, ein Spiel zu machen, dafür, dass ich quasi einen Kontrakt eingehe und sage, ich erreiche alleine gegen euch beide 61 Punkte. Für diesen Mut bekomme ich einen weiteren Multiplikator, also mit einem Spiel 2. Das Spiel ist dieser Mutfaktor, wenn ihr so wollt. 2 multipliziere ich dann mit dem Grundwert und schon bin ich bei 18. Und das ist auch der Grund, warum es beim Skat, beim Reizen immer mindestens bei 18 losgeht, wenn ich denn überhaupt spielen möchte. Ja, wenn ich neben dem Pikbuben eben auch noch den neben dem Kreuzbuben auch noch den Pikbuben habe, dann habe ich die beiden oberen Trümpfe, der dritte fehlt mir und dann ist das Spiel mit 2 gespielt 3. Für das Spiel gibt es immer einen on top und ich empfehle wirklich, diese Worte auch mal ganz laut, offen mir nachzusprechen. Mit 2 Spiel 3 mal Karo. So machen das auch die Topspieler nach Jahren noch hinten raus, wenn das Spiel aufgeschrieben wird, wird genauso der gleiche Spielwert notiert, der auch schon beim Reizen gilt. Und dann ist auch immer die Frage, was hast du gespielt? Karo mit 2, Spiel 3, also 27. 3 mal 9. Ja, habt ihr neben Kreuz- und Pikbuben etwa auch noch den Karo-Buben, dann ist es eben der typische Anfängerfehler zu vermuten. Moment, das sind 3 Buben, also mit 3. Aber nein, der Karo-Bube ist ja nur der vierthöchste Trumpf, das heißt, die Reihe ist an der Stelle unterbrochen. Alles, was nach dieser Lücke kommt, das ist für die Berechnung quasi irrelevant. Deswegen können wir typischerweise auch viele von den anderen Karten und auch die Beikarte, was neben den Trümpfen noch so im Blatt ist, die können wir erstmal komplett ignorieren und uns auf die Buben hauptsächlich fokussieren, denn alles, was eben nach der ersten Lücke kommt, wie gesagt, irrelevant, auch wenn ihr neben Kreuz und Pikbuben noch den Karo-Buben habt, mit 2 Spiel 3. Wenn ihr den Herzbuben auch noch habt, aber der Karo-Bube fehlt, dann ist es tatsächlich mit 3 Spiel 4. Und wenn ihr alle 4 Buben habt, dann ist es besonders erfreulich, nicht nur, weil ihr so starke Trümpfe habt, sondern weil ihr dann auch solide und hoch reizen könnt mit 4 Spiel 5. In vielen vereinfachten Skat-Regelerklärungen wird tatsächlich nur mit den Buben gearbeitet. Das ist aber gar nicht logisch, sondern tatsächlich zählt genauso auch der 5., 6., 7., 8., 9., 10. und 11. Trumpf mit. Wenn ihr also ein Karo-Spiel plant und das Trumpf Ass ebenso in der Hand habt, dann hättet ihr in dem Fall mit 5 Spiel 6. Für das Spiel gibt es immer einen on top. Ne? Und potenziell ist es also von daher sogar möglich, maximal ein Spiel mit allen 11 Trümpfen durchzuführen, also mit 11 Spiel 12. Das ist natürlich sehr selten, erstens, weil die Reihe meistens irgendwo unterbrochen ist, dass es überhaupt 11 Trümpfe für euch zählen können, liegt nur daran, dass ihr zu den 10 Handkarten auch noch den Skat dazu bekommt. Und es gibt auch noch einen weiteren Grund, warum Spiele mit 9, mit 10, mit 11 ausgesprochen selten in der Praxis vorkommen. Dazu kommen wir aber im nächsten Video. Wichtig also, ihr zählt die Trümpfe, sobald ihr den Kreuzbuben habt, zählen nur die Trümpfe, bis das erste Mal diese Trumpfreihe unterbrochen ist. Also in dem Beispiel etwa mit 2, Spiel 3, denn der dritte Trumpf fehlt euch, ihr habt nur die oberen beiden. Ja, gehen wir mal ein paar Trockenverteilungen nochmal so durch.
diese beiden Trümpfe oder diese beiden Buben und ihr wollt Herz spielen. Wie weit könnt ihr reizen? Genau, mit einem spielt 2 mal 10, 20. Ihr habt diese drei Buben und plant ein Pikspiel. Was ist euer Reizwert? Bingo, 22. Mit einem spielt 2 mal 11. Ihr habt zwar drei Buben, aber die hinteren sind nicht mehr relevant. Die zweite Spitze fehlt euch. Ihr plant mit diesen drei Buben ein Kreuzspiel. Wie weit könnt ihr reizen? Ja, es ist wirklich so einfach. Mit 2 spielt 3 mal 12 maximal 36. Ja, im Prinzip ist es das Ganze. Lege ich nochmal den dazu. Mit 4 spielt 5. Mit 3 spielt 4. Mit 2 spielt 3. Mit einem spielt 2. Immer multipliziert mit dem hier genannten Grundwert für das geplante Spiel. Weitere Trümpfe hinten in der Reihe sind für die Berechnung irrelevant, sofern die Reihe einmal unterbrochen ist. Ja, und damit haben wir schon das Geheimnis gelüftet, Spielwertberechnung, wenn ihr den Kreuzbuben habt. Was allerdings ist, wenn ihr den Kreuzbuben nicht habt? Und man muss ja sagen, der Fall ist deutlich häufiger. Ne? Bei 32 Karten, von denen ihr nur 10 in der Hand habt, werdet ihr häufiger auf die Situation stoßen, dass ihr den Kreuzbuben nicht habt. Dafür dann vielleicht irgendwelche anderen Buben, sagen wir mal diese hier. Wie geht die Rechnung jetzt? In diesem Moment wird gezählt, ohne wie viele Spitzentrümpfe. Das heißt, es werden hier quasi virtuell die fehlenden Positionen gezählt. Ohne 2 spielt 3. Das heißt, euch fehlen die beiden obersten Trümpfe. Ihr habt aber den dritthöchsten Trumpf, also ohne 2 spielt 3. Auch hier für das Spiel gibt es immer einen dazu. Und erneut, selbst wenn ihr dann eben den Kreuzbuben nicht habt, aber den Pikbuben, könnt ihr immer mindestens ohne ein Spiel 2 mal Grundwert Karo fürs günstigste Spiel mindestens 18 bieten. Es geht also immer bei 18 los, weniger ist gar nicht möglich. 18 für ein einfaches Karo-Spiel, wie man auch sagt, Kreuzbube ohne Pikbube oder Pikbube ohne Kreuzbube, ist ein einfaches Spiel mit oder ohne ein Spiel 2 mal Karo 18 mal Herz 20 mal Pik 22 mal Kreuz 24. Danach geht es dann weiter mit 27, 30, 33, 36 für die Spiele mit 2 gespielt 3. Und das Interessante zum Beispiel beim Reizwert 36, das kann jetzt gleichzeitig schon ein Karo mit oder ohne 3 Spiel 4, 4 mal 9 sein oder ein Kreuz mit oder ohne 2, 36 jeweils. Ja, habt ihr also etwa diese Trümpfe in der Hand und plant ein Karo-Spiel, dann geht die Rechnung wie? Es fehlen 1, 2, 3, ohne 3 Spiel 4 mal 9. Habt ihr diese Trümpfe, ohne 1 Spiel 2, alles was nach dem Pikbuben kommt, ist dann schon ganz egal, auch wenn dann die Trumpfreihe etwa komplett ununterbrochen ist. Der erste Trumpf fehlt, also ist es ohne 1. Ihr könnt auch ohne 4 spielen, wenn ihr gar keinen Buben habt. Ist jetzt höchstens die Frage, ist das taktisch schlau? Es fehlen die mächtigsten Trümpfe. Sollte man dann überhaupt spielen? Ist das nicht riskant? Nun, ihr könnt natürlich 7 starke Trümpfe zum Beispiel haben und dazu noch Asse dabei. Also das kann ein sehr starkes Karo-Spiel sein und es hat dann auch einen schönen hohen Reizwert ohne 4 Spiel 5 mal 9, 45. Das tatsächlich ist alles, was es zur Berechnung des Reizwertes erstmal zu wissen gibt. Kreuzbube, ja oder nein, dann bis zur ersten Lücke schauen und für das Spiel noch einen Faktor dazuzählen. Und wenn ihr die Kreuzbuben nicht habt, dann wird eben andersrum gezählt, ohne wie viel Trümpfe. Und schon habt ihr die Formel komplett und könnt den Spielwert berechnen. Schauen wir jetzt als krönenden Abschluss noch einmal ganz konkret in den Reizvorgang am Skattisch. Jeder Spieler hat sein Blatt aufgenommen, hat reingeschaut, hat eine Blattbewertung durchgeführt und für sich entschieden, ob er Alleinspieler werden möchte, wenn er mindestens 7 gute Karten hat, idealerweise.
Dann im zweiten Schritt stellt er eine Berechnung des Spielwertes an, Grundwert multipliziert mit Spitzenfaktor. Und jetzt in einem dritten Schritt kommt es zur Auktion, in dem diese Spielwerte ins Rennen geschickt werden. Wenig überraschend gewinnt am Ende der Spieler, der das höchste Gebot nennen kann. Aber auf dem Weg dahin gibt es noch ein bisschen was zu beachten. Dazu kommen wir gleich. Vorher kurzer Hinweis auf die Skatfreunde. Skatfreunde ist mein aktuelles App-Projekt, sehr ambitioniert. In einem kleinen, aber feinen Team entwickeln wir schon länger eine Skat-App, die wird 2025 in die App-Stores kommen. Skat, so wie es Spaß macht, Skat, so wie es sein soll, für zwischendurch, besonders geeignet natürlich für Anfänger. Ihr könnt jetzt schon dabei sein, die Skat-Freunde-Familie bereichern mit eurer Anwesenheit, ein Stück weit die Skat-App mitgestalten, im nächsten Jahr vielleicht die ersten sein, die in einem offenen Beta-Test teilnehmen und euch auch mit anderen Skat-Freunden verknüpfen, verbinden. Wir sind eine wachsende und lebendige Skat-Community. Link unten in der Beschreibung. Beitritt komplett kostenlos. So, dann kommen wir hier mal zu der Geschichte. Es gibt den Merksatz geben, hören, sagen. Und das bedeutet, wenn dieser Spieler die Karten gegeben hat, dann stellt der Spieler im Reizvorgang erstmal die Lauscher auf und hört, was dieser Spieler zu sagen hat. Und das heißt, der Spieler hier muss das erste Gebot abgeben. Und auch wenn er mit seinem Blatt möglicherweise errechnet hat, dass er 36 reizen kann, dann wird er typischerweise mit 18 starten. Und der Spieler hier sagt dann Ja oder Passe. In dem Moment, wo du Passe sagst, bist du ausgestiegen aus der Auktion. Und wenn der Spieler hier Ja sagt, dann muss der Spieler hier das Gebot erhöhen. Es geht also quasi in einer Auktion darum, dass immer wieder immer mehr hochgeboten wird. Und warum sollte man nicht direkt sein letztes Gebot sagen? Gut, das ist tatsächlich so ein Stück weit wie in einer echten Auktion. Stellt euch vor, ihr habt 36 Goldstücke in der Tasche und ihr habt da dieses Bild, was ihr mit nach Hause nehmen wollt, ein Gemälde, die Mona Lisa, und der Auktionator sagt, Mindestgebot ist 18 Münzen, dann werdet ihr ganz schön blöd, wenn ihr direkt sagt, hey, 36, ne? Erstens, kann es gut sein, wenn ihr der Einzige seid, der bietet, dass ihr es viel günstiger bekommt, vielleicht eben schon für 18 Münzen. Und zum anderen verratet ihr den ganzen Mitanwesenden im Saal auch noch gar nicht, wie viel Münzen ihr in der Tasche habt, also was eigentlich euer maximales Gebot ist. Ne? Logischerweise ist es beim Skat nicht so, wenn ihr jetzt 36 reizen müsst, um das Spiel zu bekommen, dass ihr hinterher wirklich 36 Münzen bezahlen müsst. Aber die Analogie ist doch dennoch treffend. Ihr verratet eben noch nicht euren maximalen Reizwert, euren maximalen Spielwert. Und darüber hinaus bekommt ihr auch noch Infos über das, was die anderen Spieler vielleicht für Karten in der Hand haben. Wenn der Spieler hier etwa bei 20 passt, dann könnt ihr durchaus berechtigt den Rückschluss ziehen, dass er viele Herzkarten hat für ein Herz mit einem oder ohne ein Spiel 2 oder einer passt Reiz bis 22, hat vielleicht dann den Pik gereizt. Deswegen ist es so ein bisschen auch guter Stil und guter Ton, dass bei 18 angefangen wird. Es ist nicht verboten, direkt sein letztes Gebot zu nennen, eine sogenannte Sprungreizung. Ich kann auch anfangen, 18, ja, 20, ja, und dann werde ich plötzlich ungeduldig und mache mal einen Sprung auf 30. Das ist nicht verboten, aber es wird relativ selten gemacht. Meist wird wirklich die komplette mögliche Reizkette so durchgegangen. Und wenn dann einer von diesen beiden nicht mehr weiter kann, einer von den beiden gepasst hat, dann geht es eben so, geben, hören, sagen, weitersagen. Das heißt, auch der dritte Spieler darf natürlich möglicherweise Alleinspieler werden, wenn er möchte. Der darf dann dem, der noch über ist, der noch im Rennen ist, das nächsthöchste Gebot sagen. Also, wenn jetzt hier etwa ist 24 gepasst, dann macht der hier einfach weiter. 27, ja, 30, ja, 33, passe. Und dann ist dieser Spieler hier für 33 Besitzer geworden, kann jetzt in den Skat schauen. Das also die Auktion, das kleine Tänzchen, was die drei da immer miteinander aufführen. Und wer gibt, wer hört, wer sagt, das wechselt natürlich, weil der Geber immer wechselt. Auch die Position, Vorhand, Mittelhand, Hinterhand, das wechselt mit jedem Spiel. Und natürlich auch die Allianzen, das ist das, was den Skat so interessant macht. Ja, meine Lieben, ich denke, jetzt sind wir schon wirklich richtig weit. In dem Moment, wo du hier noch in diesem Video dabei bist, kann ich schon sagen, du bist würdig, du wirst es schaffen. Wir sehen uns bald am Skattisch. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich schon darauf.